Jetzt gucken wir die Verzögerung. Ah, da sind wir. Sehr schön. Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal vom Koali. Wir spielen Secret World auf Twitch. Yay! Yay! Mit Eukalypta und Lestrak der Hag. Ja. Wir leben noch. Wir leben noch, ja. Boah, haben wir lange nicht gespielt. Irgendwie um Weihnachten rum das letzte Mal. Und hier laufen schon so komische Leute mit goldenen Accessoires rum. Das ist, weil gerade ein Event läuft, ne? Ja, habe ich auch was von gehört. Ja. Mit so goldenen Zeugs und so. Und ich habe einen neuen Begleiter. Hier so einen Festtagsteufel noch. Aber ich finde die weibliche Variante besser. Oh, müsst ihr eigentlich mal herholen, musst ihr. Warum ist die nicht hier? Begleiter. Begleiter herbeirufen. Ich habe so lange nicht mehr gespielt. Ich muss erst mal gucken, was ich überhaupt im Inventar habe. Ach, ich könnte mir diese ganzen Weihnachtssachen aus dem Inventar eigentlich mal raustun hier. Bei mir geht das aber schlecht. Eigentlich wollte ich euch ja gezeigt haben, Moment. Muss meinen Stream noch benennen hier. So. Ist ja ein Unding, dass man das sonst nicht überhaupt hat. So, hier lagern. Hier diese ganze Scheiße hier aus dem. Können wir euch ja erst nächstes Jahr zeigen, weil wir nicht mehr zum Spielen gekommen sind. Also keine Superheel haben wir euch gezeigen können oder so. Es kommt bestimmt nächstes Jahr wieder. So. Okay, ja, ich weiß auch gar nicht mehr, wo wir dran waren. Ich habe den Event-Chat auch schon offen. Und hier gibt es auch schon so ein Golem in Kingsmouth. Da können wir auch direkt mal hin. Warte mal. Ich folge dir. Kingsmouth, ja. Da kann man so super goldene Sachen irgendwie rausziehen. Und ich habe auch schon Schwarzbarren da rausgezogen aus dem Golem. 20 Schwarzbarren, das droppt er auch manchmal. Ja? Ja. Ja, Schwarzbarren mehr. Ja, also ich habe festgestellt, wenn man im Endgame ist und einer meiner Charaktere ist im Endgame von The Secret World. Und man spielt keinen Dungeons, also nur ganz, also ich habe relativ wenig Dungeons gemacht, glaube ich, im Vergleich mit anderen Leuten. Dann passiert einem Folgendes am Ende. Man hat alle Skills, die es im ganzen Spiel gibt und nichts mehr an Skillpunkten auszugeben, außer vielleicht, ich habe noch nicht alle Augmentationen. Ah, verdammt, jetzt habe ich falsche Taste gedrückt, weil du noch nicht nachgejoint warst. Ich bin auch jetzt schon da. Ja, aber ich habe hier, möchten Sie die Instanz wechseln? Da warst du, glaube ich, noch nicht da. Und jetzt habe ich ein schwarzes Bild. Nicht so geil. Wahrscheinlich hat das jetzt hier mein Spiel zerschossen. Dann gehen wir noch gleich mal aus. Mal ganz mal weg hier. Und starten das Secret World mal neu. Ganz toll jetzt für den Stream. Wir können ja was erzählen. Ja, also wie gesagt, ich habe ja gerade gesagt, also alle Skills hat mein einer Charakter schon. Ich glaube, ich habe mit ein paar FP kann ich noch ausgehen. Ich glaube, Schrotflinte habe ich noch nicht komplett geskillt oder so. Ich glaube, da fehlen mir noch die Elver Skills, also die High-End, die letzten Level jeweils, also 80 FP, aber das habe ich die nächste Woche oder so auch. KP habe ich schon nichts mehr, wo ich die ausgeben kann, außer für Augmente. Und
Ja. Das Problem ist, die Augmente kosten alle mega Schwarzbarren. Und meine Ausrüstung ist auch noch nicht auf dahin, wo ich sie haben will. Und das kostet auch alles Schwarzbarren. Das heißt, die eigentliche, wirkliche Ressource in diesem Spiel sind wirklich Schwarzbarren. Und wenn man keine Chance hat, die irgendwie durch eine Gruppe mit Dungeons richtig zu farmen in Nightmare, dann hast du ein Problem im Endgame. Also gut, dann spielst du halt ewig und ewig und ewig und ewig und ewig. Und das wird ein bisschen langweilig auf die Zeit. Es gibt ja so ein paar so ein paar Quests, die man machen kann, wo man relativ viel Schwarzbarren in kurzer Zeit kriegt, aber die haben halt auch Abklingzeit. Ja, Abklingfeind, der große Feind eines jeden Farmers. So, dann kommt. Oh, hallo. Lebt der Golem noch? Keine Ahnung, bei mir wird er nicht angezeigt. Wahrscheinlich zu spät gekommen. Wir sind auch ganz viele Leute, aber keiner von denen bewegt sich wirklich noch irgendwo hin. Wahrscheinlich warten die nur, dass hier eine spawnt in der Nähe. So, wo bin ich denn gespawnt? Ah, ich bin an meinem Golem gespawnt hier, oder? Gucken, wird er auf der Karte angezeigt? Nein, wird er nicht, also ist er wahrscheinlich schon tot. So, können wir wieder. Zack, das Bild wieder anmachen. Und dann gehen wir wieder in den Chat. Event. Dann gucken wir mal, ob irgendwo noch einer kommt. So. Derweil habe ich noch Asche zu Asche, die Nebenquest. Was muss ich denn da machen eigentlich? Was ist denn das? Ein Vampir mordet sich durch den Wald. Schalten Sie den wahnsinnigen Vampir aus. Ach, das ist ja, ich weiß, von dieser einen Nebenquest da. Aus dem Schattenhaftmarkt. Ach, der mit den ganzen Blutlachen. Genau. Was mich wundert, dass die Eukalypte da schon war. Eigenartig. Ich glaube, das habe ich euch gar nicht gezeigt. Aber wir sind von der Storymäßig sind wir noch in der ersten Transsilvanien-Gebiet, ne? Ich glaube schon. War ich auch der Meinung. Vielleicht gehen wir da auch mal hin wieder. Ach so, du bist da hinten. Sehr schön, dann kann ich dich ja treffen. Ich kann Freunde treffen in dem Spiel. Group, normal, Polaris, DPS. Golem at Savage Coast. Moment, treffen. Dein kleines Ding ist gerade gestorben. Wie denn? Du warst weg und auf einmal dein Ding so und umgekippt. Witzig. Ich weiß gar nicht, mich wer. Ich hatte ihr auch einen Namen gegeben. Glaube ich. Ich weiß nur nicht mehr Erklärt. welchen. Nee. Das ist ja zu klischeehaft. So, ah, hier ist einer. Ja, ich bin da. Ich sehe den Golem. Mein Ladebalken auf Doom braucht noch ein bisschen. Okay, er ist vorbei. Ja, ich Moment. sehe ihn auch! Da, Leute, da ist der dicke, fette Golem. Und wenn ihr irgendwie neu in dem Spiel seid und Level hier gerade irgendwie reingekommen seid, der hat zwar jede Menge Lebenspunkte hier. Moment, wenn ich anklicke hier, fährt er hier. Huch, er ist weg. Hallo? Wo ist er hin? Oh, nur weil er viel zu weit weg Ach ist, da. hast du einfach die Sichtweite nicht weit genug So, eingestellt. hier. 9 Millionen Lebenspunkte. Oder 90 Millionen. Moment. 9 Millionen. Aber ihr müsst eigentlich nur einmal dabei sein, einmal draufschießen, dann kriegt ihr das Zeug schon. Also genau wie mit den anderen. Uah, hier hat gerade irgendeiner angegriffen. Und schon fängt es an zu ruckeln. Das ist aber so bei den. Wir sind aber ziemlich wenig hier,
Mal gucken, wer ist denn der Tank? Der Tank ist der Disintegration gerade. Mit 4000 Lebenspunkten. Na, das kann ja was werden. Bist du Fernkämpfer? Ja. Gut. Weil wenn du nämlich nah dran stehst, der macht nämlich so eine Attacke, dass der die Leute hochschleudert. Da würde ich dir raten, Fingerfertigkeit oder sowas mit reinzunehmen. Weil du hast das ja. Ja, ich hab's aber nicht in meiner Skillleiste. Ich benutze hier extra ein Sturmgewehr, damit ich schnell weg kann. Ja, also das ist auch nur für die Nahkämpfer wirklich interessant. Und ich hau mir einfach Salben rein. Ja, also sonst ist der relativ easy. Also im Vergleich zu den Weihnachtsviechern ist der eigentlich ein Klacks. Die Weihnachtsviecher waren fieser. Weil ich mich jetzt hier schon immer wieder hochheilen muss. Oh, ich nicht. Wenn er seinen großen AOE macht, muss ich nur einen Schritt zurückgehen. Ich muss gar nicht. Ich kann gar nicht den Tank richtig heilen. Moment, weiter hier. Ah, jetzt haben wir einen anderen Tank mit 9000 Lebenspunkten. Das ist doch mal ein Tank. Der hält sich bestimmt für was Besseres. 9000 Lebenspunkte, yay. Yeah. Okay, ich diesmal bin ich auch ausgewichen. Oh, Sturmgewehr hat doch eigentlich die weiteste Reichweite. Was für greifst du denn an? Mit der Salve oder mit dem Einzelschuss? Mit der heilenden Salve, weil ich so ein 7 habe. Aber da kannst du nicht außen stehen bleiben. Du musst schon vor und zurück, ne? Also wenn er das Ding macht, muss ich einen Schritt zurück. Okay. So, jetzt habe ich nämlich keine Reichweite, jetzt muss ich wieder nach vorne. Aber ich benutze jetzt auch nur das Sturmgewehr und benutze halt den Verbraucher und den Aufbauer. Ja, der Lesser hat ja auch schon so einen Endgame-Charakter. Nur, dass ich noch nicht alle Skills hab. Aber es ist halt nur eine Frage der Zeit, bis man die hat, ne? Also momentan, wenn ihr jetzt gerade anfangt hier, kannst du ja auch sehen, du kriegst jetzt immer einen KP mehr, wenn du KPs bekommst. Das ist auch so ein Event, halt, gehört zum Event dazu. Apropos, könnt ihr mal einen Trank einschmeißen. Und das geht relativ fix. Also die KP, wie gesagt, die kann ich für nichts mehr verwenden. Also außer Augmentation. Die natürlich nützlich sind, aber echt schwer. Also ich. Leider, die werden erst wirklich lohnt, dass sie wirklich ins Gewicht fallen, wenn man die sehr viel höher hat und das dauert ewig. Ja, die fallen schon ins Gewicht. Also besonders die Schadensaugmentation, die machen schon. Die Heildinger sind auch gut. Ja. Aber das Problem ist, die sind halt schwer zu bekommen auch. Also andere als die Standarddinger. Das heißt, du musst die ganze Zeit Szenarien farmen. Und kosten halt auch Schwarzbarren. Und die Schwarzbarren, wenn du keine Dungeons machst. Also falls ihr spielt, irgendwann so, wenn die Story abgeschlossen hat, solltet ihr irgendwann mal versuchen, wirklich eine Gruppe zu kriegen, mit der ihr dann auch Dungeons machen könnt, damit ihr schnell an Schwarzbarren kommt. Am besten, wo die Harmonie auch stimmt. Ja. Vor allen Dingen für Nightmare, da muss man wirklich gut zusammenarbeiten können. Ja. Das hat so ein bisschen Frustpotenzial manchmal, Nightmare, aber... Ja, das gehört aber dazu, so ist es halt. Ja. Muss auch eine Herausforderung bleiben, das Spiel. Ne? Ja. Ich könnte eigentlich noch hier meinen Ultimo-Schuss machen. Ach, ein großer Sniper-Laser-Anvisierschuss. Ja. Aber man merkt, wir sind nicht genug hier, ne? Wir sind relativ wenig Leute. Der geht nicht so schnell down hier. Ich finde das gut, ich werde nicht zu Tode geleckt. Ja, ist jetzt zum Zugucken wahrscheinlich auch nicht so cool, so ein Golem töten, aber... Ach, man guckt Streamer sowieso nur zu, weil man ihn zuhören will, nicht weil man zugucken will. Ja, musst aber auch was erzählen, ne? Schwankt aus dem Leben des Lesrak Dark. Nein, also wie ich das immer mitgekriegt habe, die meisten, die gucken den Stream gar nicht, die lassen ihn immer im Hintergrund laufen, während sie was ganz anderes machen und hören einfach nur zu. Ja, kann natürlich sein, ja. Momentan gucke ich zu. Aber ich habe ja auch noch nicht so viele Follower, die das irgendwie interessieren könnte. Ach. Die kommen alle noch. Ja, ist mir auch Wurst. Soweit du Plans für Zombie 2 Let's Play. Ja, da freue ich mich schon drauf.
Ja, oh, ich auch. Ich hol's mir auch. Da, ich schließe mich dir auch gerne an. Ich spiele gerne mit dir zusammen. Ja. Ich habe mir heute die von Steam diese Steambox gekauft. Die Steam Link oder wie die heißt. Das heißt, ich kann auch Plants vs. Zombies schön gemütlich von der Couch im Wohnzimmer spielen. Und oh, jetzt drückt er es mir wieder rein. Trotzdem in meinem Büro hier, also in meinem Zimmer quasi, den Computer stehen lassen. Das ist nämlich das große Manko gewesen nach meinem Umzug, dass man das nicht mehr konnte irgendwie. Dass ich habe früher das ganz oft gemacht als Spiele über meinen Fernseher halt mit einem Kabel verbunden. Den hat er denn so eine gute Auflösung? Ja, der geht. Ja, weil bei meinem Fernseher ist es ja so, da ist die Auflösung ein bisschen blöd, deswegen. Weil ich habe ja nur einen Fernseher. Ja, ist halt kein Computerbildschirm, das merkt man schon, aber es geht. Und das Problem ist, wenn halt hier in der Wohnung, müsste ich ein Kabel quer durch die Wohnung legen, das ist halt scheiße. So, ja. Mit dieser Steambox kannst du halt über das interne Wohnungsnetzwerk die Sache machen und dann funktioniert das richtig gut. Scheint jetzt schon sehr viel mehr zu sein. Ja. Und der andere Vorteil ist natürlich für meine Freundin, dass sie auch YouTube und so ganz am Fernsehen gucken kann. Ja, deine YouTube-Videos, ne? Ja, meine sowieso. Aber meine Freundin ist tatsächlich auch Gronkh-Fan. Was? Ja. Von Gronkh? Ja, ich guck viel Gronkh. Okay. Letztes Witcher-Let's Play von Gronkh geguckt und jetzt irgendein anderes Rollenspiel guckt sie gerade. Ich weiß gar nicht welches. King's Quest? Keine Ahnung. Da hat er mich verloren, da hat er bei mir ein D-Abo gekriegt. Nein, ich mag das nicht, wenn Leute sogar ein Let's Play machen und dann immer wieder speichern und laden, damit sie das optimale Ergebnis kriegen. Ich ja, mag sowas bei Let's Play. Ich hab ein Let's Play geguckt von Fallout 4. Von irgendeinem Ami. Der Fallout 4 durchgespielt hat, ohne jemals einen Gegner zu töten. Warte kurz, was? Ja. Also er hat sich zur Aufgabe gemacht, das Spiel durchzuspielen, ohne einen einzigen Gegner zu töten. Ein Amerikaner. Ja. Und das ist halt auch, das war auch Speichern und Laden Orgie, aber... Ja, okay, aber mit so einem Ziel ist sie wiederum was anderes. Ja. Er hat es aber auch geschafft. Also... Ernsthaft? Muss man da niemanden töten? Nee. Also es ist, wie gesagt, du hast ja, ich weiß nicht, kennst du Fallout 4? Nur von Let's Play selber habe ich es nicht. Da gibt's ja im Charisma-Baum gibt's ja Skills, wo du Leute beeinflussen kannst. Und auf den höheren Stufen kannst du denen halt dann auch Befehle geben. Und dann töten die sich gegenseitig. Aber dann hat er doch in der Theorie welche getötet. Ja, aber er selber nicht. Nur die haben sich halt gegenseitig getötet. Also. Also er hat selber keinen einzigen... So, jetzt haben wir hier den Typen besiegt. Perfekt. Was ist denn das? Spieler-Jeton? Jeton, ja. Ich weiß auch noch nicht, wo man die einlösen kann. Irgendwo muss es einen Händler geben, wo man den einlösen kann. Okay, was denn bei mir in Genetia des Donmetalls? Was habe ich gekriegt? Siegelbelohnungstasche. Ah, ist doch cool, das ist ein Siegel. Schlagangriffe. Ich benutze keine Schlagangriffe. So, was kriegen wir denn? Ah, oh, wir kriegen hier goldene Leuchtpistole. Yay! Können wir noch direkt ein paar Krampusfackeln hinterher schießen. Und noch ein paar Leuchtpistolen. Oh, wieder so ein Hamster-Ding. Es reicht mir schon, dass dein anderer Charter mit dieser Kopfbedeckung rumrennt. Das muss der Hamster. Ja. Wo ist er? Ach, da. Eichhörnchen, kein Hamster. Ich dachte gerade eben, du stehst die ganze Zeit neben mir, deswegen war ich hier. Ja. Ich habe ja nur so aus dem Augenwinkel den Kopf gesehen. Dachte so, okay, steh hier, ich bleib mal hier. Ich hatte dich nämlich als Defensivziel die meiste Zeit. Okay. Weil ich gesehen habe, dass du halt auch öfter mal Schaden reingekriegt hast, ein bisschen. Ja, ich bekomme mich ja selber heilen. Das ist ja nicht das Problem. Was habe ich eigentlich gerade als Sprint drin? Ah, ich habe auch den Regenbogensprint hier. Cool. Man kann sich übrigens im Itemshop gerade jetzt hier ein goldenes Motorrad kaufen. Ein goldenes? Ja, kann ich ja mal kurz zeigen. Sag mir nicht, das hat... Oh Gott. So, hier. Müsst du unter... Unter was ist denn das? Unter Spezialobjekte?
Ach so, du meinst vom Bild jetzt eigentlich, dass du hättest das gekauft. Ja, 1920. Und es gibt Motorradroller auch. Oh, die habe ich auch noch nie gesehen. Gruppierungsroller. Eine pinke Vespa, wie geil. Vielleicht später. Aber es ist schon extrem geil. Ah, der Laden verführt dich wieder, Koali. Du solltest ja nicht noch drin sein. Nächsten Monat, wenn ich wieder Funcom-Punkte kriege, ich bin ja Lifetime-Abo. Hab ja Lifetime-Abo. Kriegst da jeden Monat Punkte, da kann ich mir so eine Vespa holen. So, wo ist Agatha? Da oben. Ab nach Transylvanien. Aufgeregt für Eukalypter. Bitte? Steht hier im Chat. Malstrom klatscht aufgeregt für Eukalypter. Okay. Ja, ich bin einfach cool. Ich würde auch für mich klatschen. Okay. Bist du? Ah, okay. Ich dachte, du gehst einfach zum nächsten. Was? Nee, ich gehe jetzt nach Transsilvanien rüber. Jetzt habe ich schon wieder diesen komischen Strich hier in der Übertragung. Jetzt muss ich gleich mal bei der Übertragung selber gucken, ob das da auch drin ist. Oder ob das nur an dem Vorschaubild vom Open Broadcast liegt. Ich finde ja, was die wirklich einführen könnten, ist wirklich so ein Teleport-Ding, wo man nicht durch Agatha rennen muss. Was sowas, was sie für Kai dann auch haben. Oh ja, aber das wird es wahrscheinlich nicht geben. Wenn es bisher nicht gab, wird es nicht, ist nicht geben. So gut. Ja, ich verstehe es nur nicht. Warum haben die das in Kai dann gemacht und bei den anderen nicht, ne? Vielleicht weil Kai dann die weiteste Strecke ist, in der Theorie. Ja, da muss man halt durch mehrere Portale durch, das stimmt schon, ne? Weil diese Abkürzung ist ja nichts Geplantes gewesen. Ja. Falls ihr noch nicht wisst, wie das geht, man muss in Kai dann eine bestimmte Questreihe zu Ende machen und dann kriegt man als Belohnung ein Item, was einen von egal wo direkt nach Kai dann portet. Extrem cool. Der King ist mein Herdtipp. Wird? Ist eine doch davon, oder nicht? Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Ich habe die ewig nicht gemacht. Ich muss die mal mit einem anderen Charakter nochmal machen, der auch schon in Kaidan ist. Das nervt mich nämlich ständig, weil ich mit dem immer, um den Kaidan mal zu machen, immer durch die ganzen Portale durchlaufen muss. Ich hab der Wald war's, ne? Mhm. Ach nee, wir sind ja erst in der Besieged. Entschuldigung. Ich dachte, du wolltest jetzt die Dings machen. Die eine Nebenquest können wir eben kurz machen, das stimmt. Die ist hier unten. Zu zweit kriegen wir die auch hin. Ich glaube, Eukalypt alleine kriegt die nicht hin. Die ist noch zu klein dafür. Ja, nur im Notfall hole ich einfach meine Flügel raus. Ja, genau. Ich freue mich schon auf mein erstes lila Item mit Eukalypt. Hat die überhaupt schon eins? Warte mal. Nee. Alles blau. Und auch ein lila Item hat sie ja vom Katzengott. Lila Fäuste. Oh, hier ist auch ein Golem. Ja, dann ab in den Chat damit. Wo bist denn du? Ich bin da oben jetzt gerade rausgekommen bei Agatha. Und zwischen uns ist gerade ein Golem. Bei der Wasserstelle. Hier bei... Moras. Ah, ja. Wollen wir den auch noch machen, oder? Ja, wenn der schon da ist, dann machen wir den auch. Ist der schon engaged? Ich hab keine Ahnung. Also sind jetzt schon Leute da? Ne, sind keine Leute da. Dann schreiben wir das doch mal rein hier. Gut, dass ich immer so aufmerksam bin.
Du hast es nicht in den Chat geschrieben, das weißt du. Ja, ist doch gut. Ich hab's nämlich, der ist ja auch nicht im Agatha-Portal. Wo ist denn der im See, ne? Wie ist das hier? Wo ist er jetzt? Ach, auch noch falsch geschrieben. Egal. Du hast einen Rechtschreibfehler. Ich will auch diesen komischen Shoutout auch machen können. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Der was? Man kann auch hier diese Shoutout-Sachen machen im Event-Chat. Was der genau über mir auch gemacht hat. Aber du bist nicht im Event-Chat wahrscheinlich. Nein. Ich war doch noch nie so der Event-Fan. Ja, der müssten eigentlich mal gucken, ist denn der vielleicht. Wir haben ja Freitag. Villandesh. Ist der Villandesh? Ne, Frankenstone ist aber online. Also gut, der macht bestimmt wieder mit der Gilde irgendwas. Jetzt bin ich zu blöd zu schreiben. Aber da kommen schon welche. Ja, du warst schon zu viert. Soll ich ihn angreifen? Nein. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sind wir schon. 7 sind wir. So ab 10 oder so könntest du mal anfangen, ihn anzugreifen. Aber erst müssen wir auf den Tank warten. Ne? Ach, ich denke mit Sturmgewehr und Elementarmagie. Ja, dann viel Spaß. Aber wenn ich schaffe... Dann kriegst du einen Keks von mir. Einen runden. Einen runden Keks? Ja, ich möchte alle vier Ecken abessen. Okay. Du musst den runden Keks also eckig machen. Ja, genau. Ja. Kennst du den Spruch nicht? Freu dich einen runden Keks und beiß alle vier Ecken ab? Ah, da ist er doch engaged, oder? Ja. Ich weiß nicht mal, was engaged bedeutet. Angegriffen, also... Oh, okay. Na toll, jetzt bin ich der Tank, oder was? Hallo? Nein! Vielleicht hat ihn auch gerade einfach nur ein Idiot angegriffen. Ja, wahrscheinlich. Also Eukalypta ist alles, aber kein Tank. wenigstens hat einer einen vernünftigen Shoutout gemacht. Immer noch kein Tank, ne? Wohl davon ist einer. Doch, da der im Weiß da mit dem Hammer. Naja, er versucht zu tanken. Okay, er war tot. Mhm. Was ist denn jetzt? Das ist auch kein vernünftiger Tank mit 4000 Lebenspunkten. Ziel ist außer Reichweite. Das kann gar nicht sein. Ich sehe ihn noch. Könnt ihr mal aufhören, den ständig hin und her zu ziehen? Ich glaube, das ist, weil wir keinen Tank haben. Das Problem wird erst, wenn der durch die Mauer durchläuft. Dann wird er nämlich resettet. Von der Anzahl her ist schon jetzt haben wir einen mit 9000 Lebenspunkten. Aber ich... Aber es läuft sich halt einfach mit 1 drauf, bis er... Nochmal gewechselt, 11.000 Lebenspunkte. Wie viel hat denn dein Tank, Koali? Was? Du hast aber auch einen Tank. Mein Tank-Charakter? Das kommt drauf an. Also ich komme bis über 12.000, glaube ich, inzwischen.
Also wenn ich alles auf Lebenspunkte anziehe, was ich so hab. Aber im Normalfall, also für die ganz normalen Sachen, reicht eigentlich so 8000 Lebenspunkte im Tank. Das schafft man, wenn man vernünftige Siegel und so auch hat, auch mit zwei Items. Zwei, maximal drei Items auf Gesundheit. Weil das Problem ist, der Tank braucht halt auch Angriffskraft, damit er Aggro ziehen kann. Ja, ich habe mich eh nie fürs Tanken interessiert, von daher. Ich wurde nur mal in die Rolle gezwungen. Ja, komm, das hat ja in Savage Coast und so hat dir das noch Spaß gemacht. Ja, es war einfach mal was anderes, aber später, als Gülfalken immer seine Kommentare losgelassen hat, der hat mir da sehr viel Spaß dran genommen. Wenn du das Aggro nicht halten kannst, ist es deine Schuld. Wenn du das Aggro ziehst, ist es deine Schuld. Nicht unbedingt, das ist nicht unbedingt richtig. Du kannst ja meistens auch nicht wirklich was dafür. Ne? Also wenn die Aggro nicht halten kannst, dann ist das ja ganz oft auch deinem Gear geschuldet oder deiner Skill. Und wenn dann auch so Leute dabei hast, die dann sagen, ja, ich behalte meine Skillung, egal was passiert. Und mach ich auch. Ja, ist aber scheiße. Also, ja, meine reicht ja auch. Als DD reicht sie ja auch. Ja, also ich meine jetzt, wenn du dann so einen DD dabei hast, der dich dann weigert, hier diese Anti-Aggro-Skills mit reinzunehmen, nur weil damit er 2% mehr Schaden machen kann, ja. Das ist dann irgendwie ein bisschen doof. Ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Hoffentlich droppt er diesmal was Tolles. Das ist fast wie eine Dia-Show gerade bei mir. Ja, bei mir geht's. Also ich hab selten. Oh ja, und da habe ich den dritten Schuss abgefeuert. Es läuft nicht ganz so flüssig wie sonst, aber. Deine Ach ja, wir sind ja gerade im Wohnzimmer, ne? Nee, ich bin nicht im Wohnzimmer. Bist du nicht? Nein. Da wird gerade, glaube ich, Shopping Queen oder sowas geguckt. Siegelbelohnung. Ach, nur ein kleines Siegel. Nee. Ich habe noch gar keine Tasche für Siegel. Guckt mal. Müssen wir noch mal eine machen. Die ersten Siegel für Eukalypter, Leute. Ja, folgendes. Halsband, Fliege, Gold. Siegel. Ja, jetzt hast du eine goldene Fliege. Wow. Ja, yeah, ein Hammer-Siegel. Wo ich doch so viel Hammerangriffe benutze mit Eukalypter. So, ich nehme noch Heilungswert-Items. Okay, back to... Hallo, ich mag dein Häschenkostüm. Was, wo ist ein Häschenkostüm? Wo hängst du schon wieder rum? Ach, da ich springe. Achso, das Kleid habe ich auch. Aber die Hasenohren nicht. Ja. Ich glaube, ich fahre gleich mal hin und guck nach oben. Ach, ja. Das ist nicht frauenfeindlich. Das ist absolut respektvoll. Gemeint, ja. Ja, das auch. So, warte ich mal auf dich hier. Müssen wir hier irgendwie lang? Also bis man diesen Vampir hier alleine hinkriegt, dauert das echt lange, finde ich immer. Der ist einer der von den Nebenquests her einer der fiesesten. Oh, ich muss sagen, als ich ihn das erste Mal gemacht habe, habe ich ihn auch alleine gemacht. Ja, aber er ist schon schwierig. Also der schwierig streite ich keinster Weise. Der ist schwierig. Ich weiß nicht, wie es als Fernkämpfer ist, aber ich habe ja meistens Nahkämpfer und das ist extrem kacke. Also ich glaube, mit Fernkämpfern müsste es ein bisschen angenehmer. Ja. Also erstmal die ganzen Leute drumherum flach machen. Ja. Hä? Oh, okay. Ich habe mich gerade gewundert, wieso defensiv ziehe ich in Reichweite? Hä? Das war jemand aus der Gruppe da. Ja, von den Golem. Ja. Ich wundere mich, ich bin doch da. Ich habe schon 100 Vampire getötet. Ich bin Imba. Jetzt
Yay. Was macht eigentlich das hier nochmal? Keine gültigen Ziele in Reichweite. Okay. Kann ich das auf ihn schießen hier? Ah, cool. Ja, als Nahkämpfer musst du halt in diese ganzen AOEs musst du quasi rein. Der macht die hier total oft. Mich irritieren die Sprengsätze sehr viel mehr. Ja, sind die ja, ne? Und vor allen Dingen dann der heilt sich. Oh, als Fernkampf ist das ja. Easy peasy. Obwohl der jetzt gerade dich auch als Ziel hat. Und ich mich hier aushalten kann. Ich glaube, er ist tot. Ja. Easy peasy. Aber ich hatte dich ja auch dabei. Ja, natürlich. Dafür nehme ich dich ja mit. Ja, genau. So, und dann müssen wir die jetzt noch zurückbringen. Ins Lager. Ich mal mein Mikro ein bisschen weiter ranstellen, dann bin ich so schlecht zu hören vielleicht. Eigentlich hört man nicht gut. Das ist auch was ich mir gegönnt habe, einen neuen Mikrofonständer. Da scheint jemand hier an Geld geschwommen zu haben. Ja, Weihnachtsgeld hat, ne? Den ganzen... Okay, sowas bekomme ich nicht. In dem Luxus lebe ich nicht. Tja. Ich bin froh, wenn ich mein Geld mal rechtzeitig bekomme. So, 10 Schwarzbären, yay! Wie viel haben wir denn jetzt mit Eukalypta? Boah, 254. Ja, 181. Das ist für mich viel, yay! Was, und du hast sie noch nicht ausgegeben? Nein. Okay. Ehrlich gesagt weiß ich einfach noch nicht wofür. Ich spiele ja kaum noch. Ja, für Ausrüstung. Halt. Du müsstest sein. Du hast ja alles inzwischen auf. Oh, falsche Richtung. Ich will ja zu Agatha. Ich habe alles auf. Du bist ja alles auf Lila auf jeden Fall schon, ne? Ja, Lila 10.1 bis 10.2 habe ich das mal. Ja, siehst du. Guck mal, allein die Waffen aufzuwerten bis 10.5, glaube ich, kostet doch jeweils 300 Schwarzbarren. Ja, momentan wollte ich erstmal mir diese Glyphendinger, also diese, ja, Glyphen bauen und die erstmal fertig aufwerten, weil das soll am effektivsten sein. Ja, soll. Also nur wenn du schon weißt, wo du hin willst mit den Glyphen, ne? Das vermute ich. Ja. Dass ich das weiß. Also ich muss zum Beispiel mit meinem Hauptcharakter muss ich die Glyphen nochmal ändern. Wieso das denn? Der ist doch OP genug. Ja, aber ich habe momentan Trefferwert und so auf Waffen drauf und ich möchte den Trefferwert eigentlich auf den auf der normalen Ausrüstung haben. Das mit den Waffen hatte ich gesagt. Von Anfang an. Und dann kommen so Leute, die mit mir in einer Gruppe sind, du brauchst mehr Trefferwert. Und dann schnellst du es halt auf die Waffe eben, schnell Trefferwert drauf zu machen. Ja, das war ich auch. Wow, so. Scheint ziemlich viel verantwortlich zu sein. Wir könnten hier die Flammenwerfer-Questreihe machen. What? Oder ist die zu schwer? Nee, ne? Wer schreibt von mir aus gerne. Ich hab dich ja dabei. Fällt gerade auf, dass ich vielleicht den Ton ein bisschen lauter machen könnte. Der ist schon ziemlich leise. Das denke ich mir bei LOL auch immer. Experienced and
something moving through the woods down there. Crashing through the woods. It is not season for all sorts of dragons. The last of them were hunted in my grandmother's time. Go prepared for anything. Today, this valley holds no safety for man. Or monster. Okay, gucken wir nochmal in die Settings. Oh, ein bisschen geht noch. So. Also den östlichen Dorfeingang auf Werwölfe untersuchen. Das ist übrigens ein Merkmal, woran man merkt, dass dieser Content später eingefügt wurde. Dass die Filmsequenzen alle auf Englisch sind. Die sind nämlich nicht deutsch nachvertont. Ist später auch mit fast allen. Ist Kai dann, glaube ich, komplett in Englisch, ne? Mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Ja. Ich glaube, ganz am Anfang gibt es ein paar deutsche Sachen in Kai. Werwölfe! Tötet sie! Hundis! Jetzt ist Terra ja nicht da, jetzt können wir ohne schlechtes Gewissen Werwölfe töten. Er sagt, dass ich jemals ein schlechtes Gewissen hatte. Ja, du nicht, ey. Die hat dann mal so rumgeheult. Nein, Werwölfe! Ich habe gerade schon 100 Werwölfe getötet. Achievement Time. Oh. Wir sind wie die Amis, mit Sturmgewehren aufs drauf. Ja. Erst schießen, dann fragen. Man fragt sie was? Immer wenn ich ein Sturmgewehr benutze, kriege ich immer voll Bock, einen Ego-Shooter zu spielen. Kannst ja jeder aus Ego-Shooter-Perspektive spielen. Das ist ja nicht das Gleiche. Plants vs. Zombies. Ist auch ein. Nein, ist ein Third-Person eigentlich. Shooter. Dann lassen wir die Ghule mal in Ruhe da. Okay. Ich hab mich verlesen. Ich dachte gerade eben, der hieß Sorin Scheißefresser. Scheißefresser. Das, so könnte der vielleicht in Diablo heißen. In Diablo haben die ja solche kreativen Namen. Ne? Den Namen, der geil. Yeah. Wie sieht denn überhaupt die Fliege aus, die du bekommen hast? Kannst du mal zeigen? Keine Ahnung. Ach, du musst dich jetzt zeigen. Klar. Okay, wenn man die überhaupt sehen kann, bei dem. Oh, was ist denn das überhaupt für ein Oberteil? Das habe ich mir mal gekauft, die Jacke, die ich auch habe. Ja. Content für Weibchen jetzt hier. Das ist die Heizbepflege Gold. Oh, süß. Was? Ja, ja. Ach, ich bleib jetzt erstmal so. Warum heile ich eigentlich dich? Ach, keine Ahnung, aber danke. Du kannst dich schon selber heilen. Yeah, eine Rune. Komischer Rabe. Kann man den treten? Kann ich nachvollziehen. Das habe ich auch mit das Bedürfnis. Bei Karl. Karl ist ja nicht mehr da. Ja, Gott sei Dank. Zurückweichen! Apropos, bei Plant vs. Zombies 2, hast du schon einen Favoriten? Ja klar, den Wissenschaftler mit dem Koala auf dem Rücken.
Habe ich jetzt in der Beta ganz oft gespielt. Also ich habe fast nichts anderes gespielt außerdem. Weil mein Hitter hat Koalas auf dem Rücken. Ich hoffe, dass sie schon noch schwer an dem Balancing arbeiten. Naja, ich habe mitgekriegt. Einige sagen, das ist extrem aus dem Gleichgewicht gebracht. Einige sagen, das haben die echt gut noch beibehalten. Der Wicht ist meiner Meinung nach zu stark. Ach, der mit diesem Roboter. Ja. Ich finde die Idee aber gut. Ja, der ist nett. Aber der hat halt nur 50 Lebenspunkte. Und deswegen soll der halbwegs gebalanced, aber der macht halt ohne Ende Schaden. Und du triffst den voll schlecht, weil er so klein ist. Hm? Größere Hitbox geben. Und wenn er halt seinen Mech holt, hat er dann halt direkt 400 Lebenspunkte. Das ist halt auch krass, ne? Und wie viel haben die anderen normal? Also normal sind so um 100 bis 100. 100 und, ja, 100 ist normal, glaube ich. Und wenn du einen Nahkämpfer hast, so Schnapper oder sie haben nur 150 oder 175. Oh, nein, der nein. Rüstungsschnapper hatte mal 200 oder so. Das war dann aber voll Graf langsam. Graf Schnappula? Hm? Und Graf Schnappula? Ich glaube, der hat 125 oder so. Aber der konnte sich auch heilen, ne? Ja. Die Vampir-Sonnenblume, die haben sie ganz gut hingekriegt. Die hat nur 75 Lebenspunkte, aber die heilt sich mit jedem Schuss. Ja, die habe ich ja bei dem Stream gesehen. Hatte ich auch der kommentiert. Der PlayStation-Stream ist ein bisschen irgendwie verpixelt, ich weiß nicht. Ich habe ihn mir aber komplett angesehen. Die wahren Fans. Ach, ich bin doch kein Fan. Darauf eine Fackel. Aber ich bin doch kein Fan. Fanboy. Ich bin Stalker, hast du selber schon mal gesagt. Stalker, ja. Oder nicht? Wenn Stalker so sind wie du, dann sind die halbwegs normal. Traurigerweise bist du nicht mal der Erste, der das bei mir gesagt hat, dass ich ein Stalker bin. Ich weiß nicht, ob mich das jetzt beunruhigen soll. Keine Angst, solange du nicht eine Frau bist, auf der ich stehe, brauchst du dir keine Sorgen machen. Na, bin ich die Eule. Ja, und Raben. Ja, wen interessieren die? Na, Putin? Apropos, wo ist denn hier mein Begleiter schon wieder? Warum geht denn der immer weg? Ich habe das doch hier eingestellt, dass der eigentlich immer... Warte... No Pets in Szenarios, okay. Automatic Pet Summon, Summon Selected Pet. Komisch. Also ich fand den Mais ganz interessant. Also Colonel Mais, ja. Oder in Deutsch heißt er Major Mais und in Englisch heißt er Colonel Corn. Okay. Ich fand aber, für mich sah so aus, der hat eine gute Schussrate gehabt. Ja. Aber der hat ja auch so komische Sprünge irgendwie, ne? Ja. Was mich auch ein bisschen nervt bei dem Plants vs. Zombies 2 ist dieses, du hast sehr, sehr viel Effekte auf dem Bildschirm. Also es wirkt sehr, sehr unruhig, das Spiel. Und hier noch was mit Blitzen und da noch eine Kuppel und hier noch irgendwie ein Effekt, der anzeigt, dass du schießt und das irgendwie und hier noch ein Umgebungseffekt von der Map und das ist sehr, sehr unruhig alles. Wenn das Spiel rauskommt und ich das mal anfange, was würdest du mir denn empfehlen, welchen ich als erstes aufnehmen sollte? Ich weiß ja nicht, was du da am Anfang alles kriegst irgendwie. Also ich glaube, die normalen Typen habe ich doch dann. Hast du die eher in den ersten Teil gespielt? Nein. Ansonsten ist halt für den Anfang immer ganz gut, den Fußsoldaten oder die Erbsenkanone zu spielen. Okay, also nicht der Schnapper. Ja, Schnapper sind sehr anfängerfreundlicher. Weil die sterben eh voll oft. Da muss man sich keine Gedanken mehr machen. Ach, so wie ich spiele, werde ich wahrscheinlich nie sterben. Immer nur am Campen. Ja, klar. Darin war ich schon immer gut. Weißt du was? Ich sehe,
so aus wie so ein Kellner bei so einer schwulen Bar. Ja, deswegen sagte ich ja gerade. Kennst du das nicht? Ja, doch, ja. Aus Police Academy? Ah ja, Police. Oh, das habe ich ewig nicht mehr gesehen. Muss mal wieder. Wow, one hit. Ja, Eukalyptus OP. Noch nicht, aber irgendwann wird sie sein. Sich verteidigen. Siehst du, Terra, falls du das hier irgendwann mal guckst, die greifen uns zuerst an. Wir haben nicht angefangen. Ja. Versuch das zu glauben. Ich meine, aber was steht da? Sich verteidigen. Ich meine, wir schlachten die ab im Grunde. Ja. Die haben ja, kommen ja auch mit nur, was ist das, Hälfte Lebenspunkte? Nein, die haben so drei Viertel. Oder ja, drei Viertel circa, würde ich sagen. Oder zwei Drittel. Ja, merkt, wie gut ich in Mathe bin. Ja. Da kommt noch einer. Oder wie sagte mein kleiner Cousin jetzt, als mir die Mathe gemacht wurde, du hast hier 5 Euro und hier 10, wie bist du das zusammen? Es ist meins. Ja. Ist auch eine Art zu rechnen, ne? Das ist richtig. Ja. Darauf nur Fackel. Sein Vater hat mit ihm einen Deal gemacht, der ihn ziemlich wehtut im Portemonnaie. Was für jede 1 kriegt er 10 Euro. Der schreibt nur Einsen. So muss das doch sein. Also wenn ich so ein Deal mit meinem Kind machen würde, ich weiß, wenn du dir das leisten kannst, ist das dann ordentlich. Ja, aber wer rechnet damit, dass das Kind danach wirklich nur noch Einsen schreibt und da vorne 5 und 6? Ja, dann kannst du mal sehen, wie das Kind drauf ist, ne? Ja, meine Eltern hatten auch mal versucht, mich so zu motivieren. Hat nicht funktioniert wahrscheinlich. Nein. Mir fehlt jetzt immer an Motivation für alles. Ja. Das war immer meine große Schwäche. Ich bin einer von denen gewesen, die zu spät eingesehen haben, wie dumm sie waren. Theo der Mörder. Ich kenne einen Theo. Theo, wir fahren nach Lodge. Willst du einen Drink, Theo? Und da fällt er. Baum fällt. Oder Theo fällt. Ich war schon einen Spruch von meinem Kumpel, falls er den Livestream hier sieht. Na? Musstest du für den Livestream durchs Hintertürchen mit dem Auto? Was? Oder irgendwie so einen Spruch wird er bringen. Was hast du für Freunde? Ja, sagen wir so, Feinde wären nicht so viel schlimmer. Ich wollte gerade sagen, wer solche Freunde hat, ne? Ach, ich hab doch dich, du bist wenigstens in der Nähe. Immer. Zu mir bisher, ja. Ein bisschen hier Glyphen zerlegen. Ja, klar, werden die anderen. Komm gut. Versuch mal mit ihnen zu reden und sag, ich will erstmal eine Glyphen zerlegen. Es geht auch schnell, so eine Glyphe zerlegen. Ich habe zu viele Heilungssachen. In irgendeiner ruhigen Minute werde ich die ganzen unterstufigen Heilungsteile mal alle zerlegen. Ich glaube, ich schaue heute Abend wieder die Sesamstraße. Heute Abend ist Fußball. Ja. Wo? Bundesliga fängt wieder an. Wuhu. Stopp, dann zerlegt sie doch jetzt. Jetzt haben wir doch gerade Ruhe. Jetzt? Wir können die gerne stopfen.
Ja, Kurs 6, Kurs 4, das kann weg. Und wer gewinnt diesmal? Keine Ahnung. Spielt HSV gegen Bayern. Ich dachte, Deutschland und sowas wären Fußballmannschaften. Auch, ja. Das schließt das eine, schließt das andere ja nicht aus, oder? Okay. Fußballmannschaften verwirrend für mich. Verwirrend. Ich habe nie verstanden, warum Leute das so toll finden. Kurs 8, Kurs 10. Kann ich das Kurs 8 auch zerlegen, ja? Hast du früher Fußball gespielt? Was hab ich? Früher Fußball gespielt? Ja. Im Verein. Und? Torwart oder? Ich glaube, ich habe jede Position mal gespielt. In meinem letzten Verein, wo ich war, habe ich Torwart gespielt, ja. Ich war nur mal, ich keiner war, machen. Ich war nur 2 Wochen mal in einem Fußballverein. Mhm. Weil mein Vater unbedingt der Meinung war, du musst mehr für deinen Körper tun. Fußball mag doch jeder. Anscheinend nicht. Ein paar KP ausgeben. Wofür geben wir denn KP aus? Was gibt's denn noch für Decks, die wir hier freischalten können mit Sturmgewehr? Ich glaube, Klingen will ich ein bisschen skillen. Klingen wäre doch keine schlechte Idee. Hier. Na, freier Pfad ist immer gut. Wird man geheilt? Was wollte ich denn mit den Charakterfähigkeiten machen? Rotes Theater? Na, wir können den Rest gar nicht ersparen. Fertig gestopft? Ja, aber ich bin gerade bei den FPs gewesen. Achso. Okay. Frankenstone hat sich abgemeldet. Wir haben eine neue Kraft erhalten, Brandgranate. Wird das jetzt angezeigt? Das ist ja wirklich, das ist mir sonst noch nie aufgefallen, dass das unten im allgemeinen Ding angezeigt wird, wenn sich einer aus der Freundesliste abmeldet. Mir werden sogar die aus der Gilde angezeigt. Ach ja, das habe ich vielleicht auch noch gar nicht gezeigt. Ich bin ja jetzt auch in der Gilde drin. Kann man das mal zeigen hier? Warte mal. Die Gnade. Ne, das Netz, Entschuldigung. Ja, wenn ja, hier, Verbindung. Da ist noch der Senfmann ist noch online. Der ist gerade in das Anwesen. Also in einem Szenario. Ja. Aber am meisten zu tun habe ich nur mit dem Frankenstone und der Neo. In meiner Gilde habe ich meistens zu tun mit niemanden eigentlich. Mit niemandem eigentlich. Das ist irgendwie ein bisschen traurig. Ich habe mich hier den auch nur angeschlossen, weil ich irgendwie vorher voll lange mit dem schon gezockt habe. Das ist halt eine Drachengilde und mein anderer Charakter ist ein Templer. Und eigentlich ist es total dämlich, dass ich mit Eukalypta jetzt in der Gilde drin bin, weil ich werde mit Eukalypta relativ wenig machen. Weil ich die eigentlich immer nur hier im Stream spiele. Oder bei den Let's Plays. Ja. Oder gibt's keine Let's Plays mehr? Ja, ist im Prinzip dasselbe. Und machst du irgendwann mal auch mal auf 24 Stunden Let's Play, also Stream? Ach, dafür bin ich zu alt, glaube ich. Das habe ich jetzt letzt gesehen auf Twitch, irgendwie einer 168 Stunden. Aber ich dachte so mal, Alter. Hast du kein Leben? Anscheinend. Ist doch so, oder? Aber ich würde sagen, das ist doch schon etwas krass. Aber 24 Stunden Streams? Ich habe letzt beim Keystraw habe ich den Frühstücksstream geguckt, der war witzig. Ah, Keystraw ist sowieso geil. Hm. Oder nicht? Es
ehrlich, sage ich mal so. Gefallen einige Ansichten gehabt, gefallen mir nicht, aber das muss ja auch nicht. Zum Beispiel? Generell seine Einstellungen zu Frauenbeziehungen und so sind ziemlich egoistisch. Also er ist generell ein ziemlich egomaner Typ, glaube ich. Ja. Aber er hat wenigstens Frauen im Gegensatz zu mir. Lassen wir den Typen die DS kaputt hauen oder gehen wir direkt mit drauf? Mein Bildschirm ist gerade eingefroren. Das ist nicht gut. Ah, jetzt geht's. Na, ich schieß mal. Warum gehst du auf mich? Geh auf den. Ja, genau, geh auf den. Was? Wo nein? Was? Wie? Wo nein? Was ich schlimm finde. Oh, jetzt haben wir erstmal eine Szene, eine Zwischenszene, glaube ich. Das erzähl ich gleich. Ich habe meine Nippel gesehen. Facepalm. An die Szene musste ich auch beim Rollenspiel denken, als wir mit dem Besessenen da zu tun hatten. Ja. Yay, ein Flammenwerfer, aber den können wir nicht benutzen. Und eine Siegelbelohnungstasche mit Kettenangriffen. Die können wir ja super gut gebrauchen, nämlich überhaupt nicht. Suchen wir mal die Leiche. Ich ziehe mich erstmal um. Und haben demnächst ein weiteres schönes Video. I know who's behind this shit. All of it. You think it's a coincidence? Yeah. Everywhere. From day one, ground zero. It all leads back to one thing. The Orochi Group. I know you know what I'm talking about. You've asked yourself that same question. What the hell are they up to? I've been around, and I've seen what you've seen. They're everywhere, and their hands are filthy. In more ways than one. I may not have an all-access pass to the secret world, but I've picked through enough locks and peeked through enough cracks to know what's out there. Down there, in the dark. Did you know that? No, of course not. Why would you? It was your world that destroyed mine. Stole my children and my wife away from me. Murdered them. Your lies, your festering conspiracies. And your godforsaken secrecy. Doesn't matter if that band had Orochi plates. Could have been any of you guys. Wouldn't made much of a difference. Crusaders, puppet masters, engineers of chaos. You'd all get away with it regardless. You're protected. You're all part of the disease. People like me, people who see through it all the bullshit, who suffered at the hands of your gentleman's war, we're the cure. We're gonna tear it all down sooner or later. You just watch. The Orochis are behind this one, though. I sense it. Smell it. I know their handiwork better than most after 20 years of hunting. They've gone messing with things again, and this time, it's gonna turn back on them. In every way. Mark my word. Yo!
Oh, hier wieder beim Koali und beim... Ja, das fehlt natürlich jetzt, wenn wir streamen, ne? Ja. Aber es hört sich gerade genauso an, als du da starten willst. Den Spruch. Ja. Aber ich kenne ihn, ne? Du kennst ihn auswendig. Ja. Ich hab mich wieder umgezogen. Sehr schön. Ich mag diesen Samedi-Mantel irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber ich stehe voll auf den. Ja, ich finde auch diesen Wicker-Mantel hier ziemlich cool. Ja. Ich bin schon wieder so müde. Ich habe einen ganz schlechten Tag-Nacht-Rhythmus. In letzter Zeit. Ja, wann gehst du denn so schlafen? Unterschiedlich. Meistens so gegen 1 oder 2 jetzt, wo ich Urlaub habe. Aber ich stehe auch schon wieder um 6 oder halb 6 auf. Weil ich nicht weiter schlafen kann. Dann bin ich für ein paar Stunden wach und dann lege ich mich wieder hin bis zum Mittagessen. Okay, diesmal dran denken, das Poster untersuchen. Nicht so wie die letzten 8 Male. Ich habe jetzt übrigens gerade schon gemerkt, dass meine Trefferwert ziemlich mies ist. Können wir mal eben gucken. Da habe ich Trefferwert drauf, da habe ich Trefferwert drauf. Da habe ich Durchdringung drauf. Ist eigentlich alles ziemlich okay hier. Mein Trefferwert ist bei 499. Ja gut, aber ich habe jetzt eben gegen diesen Werwolf hier irgendwie... Oder was war es, ein Vampir oder ein Werwolf hier eigentlich? Das war ein Vampir, ne? Ja. Na gut, die sind eh ziemlich gut im Ausweichen. Alles ausweichen, ausweichen, ausweichen gehabt. Ja, du kennst von denen die Matrix-Moves, die sie immer am Anfang machen. Ja. Sieht so aus wie diese Matrix-Ausweichen da. Ja. Indeed. Boah. So. Die Werwolf-Ohren, die werden jetzt ja von selber kommen irgendwie. Können wir hier direkt hier diesen komischen Roma-Bericht aber auch mitnehmen, oder? Den verlassenen Tunnel finden, da müssen wir eh hin. Dum, 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 dum. Ah, jetzt treffe ich wieder. Ist okay. Ich fühlte mich gerade so schlecht, dass ich nicht getroffen habe. Aber Eukalypt hat auch Trefferwert auf ihrer Waffe, habe ich gerade gesehen. Los, gebt ihnen Tiernamen. Fifi. Böse Tiernamen. Böser Fifi. Oh, du bist richtig brutal heute, Quali. Ich bin umzingelt von Wölfen. Die Tiernamen waren nicht böse genug, deswegen. Böser Fifi ist ja wohl ein ziemlich böser Tiername. Der Name meines zukünftigen Hundes, der ist böse. Nämlich Hasso? Prinzessin. Oh Gott. Was? Ich bin Chihuahua und den nenne ich Prinzessin. Ja, wer ist auch? Haben wir denn gerade 2 Headshots verpasst? Ich glaube ja. Er hält da ganz gut was aus, oder? Ja. Ah, stimmt, ich wollte dich noch was fragen wegen World of Darkness. Ja. Vampire haben da ja, sag ich mal, erhöhte Regenerationskraft. Mhm. Haben das auch die Werwölfe dort? Ja. Okay. Ja, das wusste ich eben nicht. Hatte mich jetzt einfach mal auf Neugierde interessiert. Ja, musst du mal gucken, es gibt ja noch einen Unterschied zwischen den Werwölfen, wie die als NPCs in dem Vampirregelwerk drin sind, und die Werwölfe, die spielbar sind. Weil das Werwolfsregelwerk kam ja, glaube ich, später erst. Hast du dich jetzt eigentlich schon mal in das neue Vampir-Regelwerk, das du jetzt hattest, schon mal reingelesen? Das ist ja dasselbe wie
wie das Englische, was ich schon hatte. Also nur halt auf Deutsch. Ja, du hattest doch, als ich dich immer gefragt habe, hattest du nur gesagt, du hattest noch nicht Zeit, um so dich reinzulesen. Ja, wie gesagt, das ist dasselbe wie das Englische, nur halt übersetzt. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie die Artworks nicht ändern dürften, weil die sind schon ziemlich 80er, 90er Jahre lastig. Hätten wir ruhig was Neues nehmen können, meiner Meinung nach. Spielt das denn jetzt in unserer Zeit? Ja. Es gibt ja sogar wirklich eine Vampir-Nachteil, den man sich kaufen kann, der auf Twilight anspielt. Dass man glitzert im Sonnenlicht? Ja, zum Beispiel, dass man auch mit Glitzer rumläuft, ja. Oder das, dass man so als Klischee-Vampir halt rumläuft. Jo. Klischee-Vampir? Ja, entweder halt wie im Film halt mit so einem langen Mantel und. Das ist ein Nachteil. Ja, weil alle anderen Vampire dich deswegen auslachen. Und dich nicht ernst nehmen. Und wenn du alt genug bist? Auch dann nicht. Aber dann lachen sie dich nicht mehr aus. Wahrscheinlich schon. Alter schützt dich ja nicht unbedingt, hm? Und wenn du Kane bist und damit rumläufst? Kane ist ein Taxifahrer. Ja. Eigentlich extrem schlau, als Taxifahrer zu arbeiten. Ne? Aber es war, glaube ich, auch nur in dem einen Spiel so, oder ist es offiziell so? Offiziell gibt es da eh nichts. Da sitzt ja noch einer, der wollte sich verstecken. Deswegen war auch mit dem Rücken zu uns. Ja. Ich sehe euch nicht, ihr seht mich auch nicht. Wie meine Ex-Freundin. What? Die hat auch immer die Hände ins Gesicht gelegt und so getan, als ob sie mich nicht sieht, wenn ich in der Nähe war. Okay. Gruselig. Okay, hier kommt man auch nicht hoch. Oh, ich bin oben. Hey, dreh ich um. Komm mal kurz zurück. Haha. Da wäre ich ja auch hochgekommen. Ganz hoch. Ja, und hier kannst du rüberspringen und dann bin ich jetzt da. Ja, man braucht direkt länger, wenn du nicht mit drauf rumschießt hier. Ich bin auch hier oben, ich schieß von hier oben auch runter. Hier kann man ganz gut hoch. So. Ich irritiere immer dieses Geräusch, was mein Pad macht. Okay, ich dachte jetzt schon, ich mache schon wieder Geräusche. Wenn du genug Bohnen gegessen hast, bestimmt. Hab ich heute. Ja? Woher weiß ich das wohl? Soll ich ein Mikro anbringen, damit du es auch hörst? Nein, danke. Du hast damit angefangen. So. Zugriff! Netzwerk. Wir wollen den B-Posten finden. Yay. So. Könnt ihr ja eigentlich schon mal FP sparen für den Flammenwerfer gleich, ne? Brauchst du noch was? Irgendwie ja. Ah, okay, ja.
Ich hatte vergessen, den B-Posten da anzuklicken. Okay. Jupp, jupp. Ich glaube, wir haben jetzt jede Menge Quests ausgelassen im Besieged Farmland, aber wir wollten ja jetzt ja hier diese Werwolf-Zeugs-Sache machen. Muss man nicht hier irgendwie hin? Muss man nicht anklicken? Für die Nebenquest? Den verlassenen Tunnel finden. Ja, okay, man muss hier rüber. Zack. Drei Schwarzbarren mehr auf Bodenkante. Und Lykantropie müssen wir noch zurückbringen, ne? Und sonst müssen wir noch die Lager finden, alles klar. Dann gehen wir mal zurück zum Eingang. Da gab es doch auch irgendwie. Da. Ein Port. Andersrum. In Blue Mountain ist ein Golem. Und? Ich glaube, wenn es nur einer beim Weg läuft, mache ich noch einen. Ich habe irgendwie Spaß an den Golems. Ich weiß auch nicht warum. Eigentlich keinen Sinn. Naja, ich kann ja mal gleich einen kleinen Ultron streicheln, für Glück. Ein bisschen reparieren. Ich bin ja mal gestorben hier von diesem Idioten beim letzten Golem. Beim vorletzten Golem schon. Nur mal aus Neugierde. Sind schon Zuschauer da? Zwei. Hallo, liebe Zuschauer. Bist einer davon du? Vermutlich. Also ich bin's nicht. So, tötet die Werwölfe. Bringst du denn schon wieder rum? Ich weiß nicht, wo du bist. Ich such dich gerade. Ich bin unsichtbar. Ach, da ist noch einer. Ja, verstümmelte Leiche. Hingemetzelte Leiche benutzen. Das klingt irgendwie falsch. Ja. Was hast du doch schon wieder für perverse Gedanken? Ich? Das willst du gar nicht wissen. Okay. Na, kommt jetzt runter. Komm, putti, 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 putt. Ich behalte dich als mein Haustier und nenne dich Fifi. Nein, Prinzessin. Sie haben keine freie Sicht auf ihren... Achso, ich habe den Apotheker als Defensivziel. Warum das denn? Ich glaube, ich habe Seide gebraucht. Ich weiß es doch auch nicht. Ich mochte den Apotheker. Guck mal, ich finde das voll Sünde mit dem, der davor steht. Der Gefangene da. Töten die alle. Töte die Wölfe. Okay, durch den einen Witz haben wir uns jetzt den letzten Zuschauer auch vergrault. Der hat wieder nicht aufgepasst und den Alarm ausgelöst. Hä? Hä? Warst du das? Das erinnert mich an Sabotagemissionen. Ich hasse Sabotagemissionen. Ja, ich auch. Jeder hasst Sabotagemissionen. Nein, nicht jeder. Wenn ich wette, es gibt irgendwo einen auf der Welt, der sie nicht hast. Oh, ich bin Rang aufgestiegen. Yay! Ich hab jetzt, bin oh, jetzt hier. Der Verbundene. Demolition Man. Wir müssen jetzt erstmal hier. Und nächstes Haus. Wushi Wushi. Irgendwelchen komischen so, Kugeln. Gladiator, Hexenmeister und. Also, das hab ich noch. Oder okay. Hexenmeister und Gladiator noch. Der hat auch eine komische Brille, der Hexenmeister. Oder Gladiator ist das erste. Ach, nimm mal Hexenmeister, klingt cooler. Hexenmeister.
Du warst auch Templer, ne? Ja. Ja. Templer spielen immer die faulen Leute. Ach, ein Polizeiwagen kam gerade bei mir vorbei. Bei dir ist zu Hause oder was? Ja, holen Sie dich endlich ab. Blaulicht.